In diesem Video zeige ich euch, wie ihr in Cyberpunk 2077 eine Katze als euer Haustier bekommen könnt. Dafür geht ihr am besten hier an so ein Schnellreiseportal. Ihr könnt natürlich auch zu der Location hingehen oder fahren, aber mit der Schnellreise geht das natürlich alles viel schneller. So, dann geht ihr hier dran. Und dann müsst ihr jetzt zu genau dieser Location, die ich euch jetzt gleich zeigen werde, und zwar ist das einmal hier. Und dann genau zu diesem Portal hier müsst ihr einmal hin. Wenn ihr dann dort seid, müsst ihr einmal genau da hingehen, wo ich jetzt auch hier im Video hingehe. Und zwar müsst ihr hier einmal zu diesen drei Toren hier gehen. Dann müsst ihr hier zu der Nummer 5 gehen. Einmal hier die Treppe hoch und dann seht ihr auch schon genau hier, dass dort das Katzenfutter ist. Das sammelt ihr dann einfach auf. Jetzt müsst ihr wieder zurück zu eurem Apartment gehen. Auch dafür benutze ich jetzt hier die Schnellreise. Jetzt müsst ihr in Richtung eurer Apartmenttür gehen und dann nach rechts. Dann einmal hier hinten nochmal rechts um die Ecke. Und dann seht ihr auch schon hier eine Nachricht mit Kater füttern. Die sammelt ihr jetzt einfach auf. Und dann drückt ihr nochmal F. Und jetzt habt ihr das Futter in diesen Napf dort getan und jetzt müsst ihr einmal wieder in euer Apartment und dort dann einmal für 24 Stunden schlafen gehen. Wenn ihr wieder wach seid, geht ihr aus eurem Apartment raus, geht dann hier wieder nach links, dann wieder nach rechts. Sieh mal! Hey, sieh mal! Siehst du das? Das war's wohl. Und jetzt habt ihr euer eigenes Haustier in Cyberpunk 2077. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und folgt mir auch gerne auf Social Media und teilt dieses Video auch gerne mit euren Freunden. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!